Dann alle draußen, ja, danke für die Einschaltung. Habt ihr jetzt wieder Konsumon so mit einer Terraria Adventure Map in Farbe und Bunt? Das habe ich die ganze Zeit vergessen, meine werten Genossen. Wer jetzt als einschaltet, Terraria ist eine Terraria Miniland ist eine Adventure Map mit ganz vielen kleinen Miniländern, so wie der Name schon sagt. Und ja, ganz viel Adventure, also Abenteuer, meine lieben Leutchen. So, wir sind hier stehen geblieben, haben ein geiles Herzteil gefunden. Und wir müssen uns hier immer hochbauen. Mit der Spitzhacke nach oben. Was jetzt gleich ewig. Da oben ist auch irgendwas. Sehe ich das richtig? Da ist eine scheiß Schatztruhe. Ich sehe es noch nicht ganz genau. Gerade mal landen. So. Oh nein, der hat ein Schloss davor, also können wir sie noch nicht öffnen. Und das heißt, wir können auch irgendwann hier wieder zurückkehren mit einem Schlüssel. Das heißt, die Adventure Map ist doch so konzipiert, dass man hier immer wieder zurückgehen muss, um irgendwas Neues zu finden. Scheinbar. Okay. Müssen wir uns merken, dass hier eine goldene Schatztruhe ist, aber ich glaube, das sehen wir. Wir haben zum Glück auch diese kleine Minimap immer dabei. Und was ich da richtig sehe, ich glaube, da oben ist Gold. So wie ich das sehe. Wenn das stimmt, würde ich sagen, bam. Und nein, wir machen uns keine Goldrüstung, wir machen uns direkt ein Goldschwert. Das wäre für den Anfang, glaube ich, wichtiger. Um auch gerade mal so scheiß Harpien kaputt zu machen. So, so, jetzt machen wir hier den Dings noch kaputt, den Steinblock da, komm. So, jetzt sind wir hier oben. Okay. Ist hier irgendwas? Nee. Was denn da? Da war irgendwie. Ich glaube, ist das Silber oder ist das auch wieder nur Eisen? Wenn es auch Eisen ist, ist trotzdem egal. Eisen ist immer gut. Sieht nach Silber aus. Ja, Silbererz. Nice. Okay, ich habe ein bisschen Silber gefunden. Eine Silberrüstung wird mir von Anfang reichen. Für den Anfang. So, jetzt ist hier aber irgendwo Gold gewesen. Da unten. So, der Kram ist ja direkt mal runter. Ach komm, wir machen die Bäume erstmal kaputt, den einen Baum hier. Wenn wir wieder mehr Holz haben. So, nehmen wir das ganze Holz, das wäre sehr super. Spitzhacke nach unten. Ihr merkt, ich bin auch gerade gar nicht so frei im Kommentieren. Das ist einfach, weil ich selbst erstaunt bin und es mir gerade extrem Spock macht. So, was haben wir denn hier unten? Das ist gerade echt, ich entdecke gerade alles wie auf neu. So, was haben wir denn hier? Eine Scheißstatue, eine Wasserspeicherstatue, eine Kupfermünze und jede Menge Gold. Gold ist immer gut, ist gut für Mensch, gut für alles, Gold macht dich reich. Aber das heißt nicht, dass du glücklich bist, aber du kannst kaufen Pizza auf Lebenszeit. Du musst wissen, Essen ist ganz wichtig, meine lieben Zuschauer und alle Genossen da draußen. Ich brauche auch Gold. Wenn ich Gold habe, dann schickt dann meine Adresse in YouTube und so. Dann kaufe ich MacBook. Wenn ich habe, schön viel Gold. Ist noch mehr. Ich guck grad. Ich gucke gerade. Also, wenn ihr Gold zu Hause liegen habt oder Edelsteine, die ihr nicht braucht, schickt sie mir mal. Ich habe damit noch was anzufangen. Sagen wir es so. Boah, Alter, ist das viel Kupfer. Fuck. Ganz ehrlich, Kupfer haben wir doch gerade langsam mehr als genug. Nee, das erste, was ich mir mache, ist eine goldene Spitzhacke. Ich krieg die Krise mit dieser langsamen Kackspitzhacke hier. Gerade beim Erz abbauen. Dann mach doch jetzt. Mach doch die paar. Scheiß drauf, warum ist das hier? So, ja. Mach so auf den Baum. So durchgraben. Und die ganzen Harpien, wo wie sie alle ausrasten, ey. Ey, das ist rein, das ist Spaß, mich umbringen. Okay, jetzt wieder eine Schatztruhe, aber wieder eine verschlossene, leider. Aber da oben ist Silber. Silber, Silber ist gut. Silbererz, 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 Silbererz. Silbererz ist immer gut. Und ich glaube, diese ganze Insel daneben steht nur aus scheiß Kupfer. So wie das aussieht. Was ein bisschen freaky aussieht, aber okay. Wie viel haben wir denn mittlerweile eigentlich schon? 14?
Oh, schon ein Stack voll Kupfer. Ah, da ist eine normale Schatztruhe. Die müssen wir natürlich sofort holen, indem wir noch mehr Kupfer jetzt. Also auf jeden Fall können wir uns eine Hose und Helm jetzt machen. Locker. Und wir brauchen noch einen Ofen. Das meiste, was kostet ja die Rüstung. So. Hier oben. Ah, noch ein bisschen Silbererz. Ja, schon golden Silbererz gefunden. Das ist gar nicht schlecht. Ich frage mich, ob die Welt auch bis zu Hardcore geht. Dass man auch immer diese ganz späten Erz ausfindet. So, was haben wir denn hier drin? Zwei schwarze Linsen und ein 6 Sternschnuppen. Wir haben 9. Wir können also fast schon, wenn wir jetzt noch ein bisschen warten, irgendwo Stern runterkommen, können wir uns einen Dingsstern machen, einen Mana-Stern. Aber den brauchen ist eine gute Frage. Aber dann warten wir lieber mit, dass vorher nicht irgendein Schild sagt, dass wir das brauchen. Nicht, dass wir irgendwas anderes brauchen. Obwohl, was gibt es sonst noch? So, ja, die komplette Insel besteht irgendwie so ein bisschen aus Kupfer. Als hätten wir nicht genug davon. Aber vielleicht kommt wirklich irgendwann ein Händler und dann können wir ihm alles verticken. Dann haben wir ein bisschen Geld, aber ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, hier stundenlang Kupfererz abzubauen. Wäre mir doch jetzt ein bisschen zu zeitaufwendig. Ich denke, die Zuschauer denken sich auch irgendwann so, warum holst du denn eigentlich nur Kupfer? Ist doch voll sinnlos. Ah, wir machen gerade noch ein paar, damit wir mindestens noch eine Hose und einen Helm machen können. Damit wir als wackerer Abenteuer mit einer billigen Rüstung durch die Gegend laufen können. So, sowas bräuchte man beim richtigen, auf den normalen Maps, ey. Ganz ehrlich, so viel Kupfer. Ja, komm, das. Ich glaube, das reicht so für einen Anfang an Kupfer. Wir werden auf dem Weg auch noch mehr Kupfer finden. Aber ich baue jetzt gerade so viel ab, dass ich mir sicher sein kann, dass ich ab jetzt keinen Kupfer mehr abbauen muss. Das heißt, wir können jetzt überall das Kupfer liegen lassen, die wir wollen. Weil wir davon eh schon mehr als genug haben. So, wie viel haben wir denn jetzt? Ja, komm, zwei Stacks mache ich jetzt nicht voll. Fast zwei Stacks voll. Chill. So, jetzt gehen wir da mal hoch. Ah, hier ist auch erhöhte Dings. Schwerkraft. Gravity. So. Darunter. Ich muss mal gucken, dass nicht irgendeine Schatztruhe eine geheime liegt. Weil wir haben ja eine gefunden mit einer fetten Rüstung drin. Ach nee, das gefällt mir jetzt gerade nicht. Das gefällt mir gerade alles nicht. Hm. Ich würde gerne mal gucken, ob hier oben noch was ist. Ob hier da oben noch was ist. Aber ich weiß es nicht. Weißt du was? Scheiß drauf, weil wir kommen ja eh wieder irgendwann hin mit den goldenen Schatztruhen. Also können wir jetzt eigentlich drauf scheißen und gehen jetzt wieder runter. Weil hier sind zwei Schatztruhen, die wir eh irgendwann öffnen müssen. Und... So, zack, Zabaloni, Zabaloni, so, jetzt gehen wir hier runter, in der Hoffnung. Scheiße, wenn ich unten nicht das Meer zugebaut hätte, könnte ich jetzt hier einfach runterfallen. Oh, das war jetzt scheiße. Schnell wieder rein, bevor eine HP kommt. So, 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 so. Schnell wieder rein. Au! Oh nein, hier ist meine Stoße. Weil, guckt, ich hätte eigentlich... von oben da, da ins Meer rücken können. Aber da wir das von oben zugebaut hätten, wäre das glaube ich doch nicht so eine gute Idee. Egal, wir gehen dann so runter. Zap, 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 Zabaloni. Zap, 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 Zabaloni, so. Eine Fackel in die Hand bitte, damit wir ein bisschen Licht haben. So, scheiß drauf. Nee, 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 bevor ich immer runterfalle und sterbe, ja, da wäre ich auf jeden Fall gut Schaden genommen. So. Ab geht's. Ab geht die Alte. Mit sehr langsamem Tempo. Nein, ich mache immer noch ganz viel. Oh, Scheiße. Wo kommen die ganzen scheiß Happen? Oh nein! Weg! Geh. Oh. Scheiße. Oh, ja. Oh, wappa. Weg! Du scheiß Federvieh, du Chicken Wings. Gehst du weg? Ich mach dich nur gebraten. Oh, oh Scheiße, jetzt Mann, haben wir so eine scheiß Harpie, Mann. Was nichts besseres zu tun als mit einem kleinen Abenteuer. Oh, getroffen. Sehr gut. Sehr gut. Schnell, schnell. In ein Loch. Wie eine kleine Maus. Wie eine kleine Maus. Oh. Schön abgehauen hier, meine lieben Leute. Was mir auch gerade auffällt, weil ich gerade eben so rumgezoomt habe,
Hier sind wir runter, da war ja irgendwie nichts drin und da unten geht noch eine Insel weiter. Vielleicht graben wir uns mal hier runter und gucken, ob da unten noch irgendwas ist. Ich traue dem nicht. Jetzt hätten irgendwo ist hier noch was. So. Dreckblöcke, Dreckblöcke. Guck, da unten ist noch eine Insel. Oder ein Stück von der Insel. Ne, jetzt kommt ein Slime, der Ärger sucht. Da ist doch irgendwas. Aha. Oh, Slime nerv ich nicht. Ich habe was gefunden. Oh je! Yeah. Das gefällt mir doch. Oh je! Yeah. Eine scheiß Schatzkiste. Ich würde sagen, bam, Leute. Bam. Und da unten noch so Rubine. Scheiße. Ein Schilfrohr? Oh, scheiße, hab ich viel dabei. Nein, das weg. Das weg. Ein Glas brauchen wir nicht. Das nehmen wir auch noch mit. So ein Schilfrohr. Ach, das ist dieses Ding zum Atmen, gell? Vielleicht fürs Meer, damit wir das Meer eigentlich überqueren konnten. Leichter. Könnte es sein. Dass es irgendwie so perfekt abgemessen ist, dass man nur durchlaufen kann mit einmal Luft und mit dem Schilfrohr dann überlebt. Egal. Wir haben es jetzt. Aber ich vertraue immer noch nicht. Da unten geht es immer noch weiter. Irgendwie sehr, sehr strange hier. Oh, wie gern hätte ich jetzt schön TNT, schön als Freispringen hier. Das wäre auch schön. Ist da eine Höhle? Sehe ich das richtig? Nee, sehe ich nicht richtig. Sehe ich nicht richtig. Okay, ich weiß nicht, ob wir da unten lang können. Ich denke erstmal eher nicht. Ja, doch, warte mal. Wartet. Ah, da unten geht es irgendwie weiter. Okay. Wir finden alles heraus. So. Das gefällt mir jetzt nicht, dass der Geier kommt. Da unten ist noch irgendwas. Komm, sterb. Sterb. Stirb. So. Schnell durchbuddeln. Komm, hier muss doch irgendwo noch was gehalten. Da unten geht in die Höhle weiter. Alter, ist die Map riesig. Ich weiß schon nicht, ob wir überhaupt hier schon hin sollten. Aber ich glaube, man kann eh überall hin. Wenn man irgendwie hinkommt. Oh, jetzt later wieder die ganze Zeit. So. Aber der hat nicht ohne Grund da so ein bisschen Licht gelassen. Weil da seht ihr diese paar Löcher in der Wand. Wenn man das auch abends sieht. Und noch Krüge und so ein Scheiß. Ja, ihr merkt, das ist ziemlich viel Abbauerei in den Adventure Map momentan. Aber ich hoffe, wir werden jetzt auch reichlich dafür belohnt. Ich wette, da unten ist irgendwo was, ne? Ich drehe schon meinen Kopf, obwohl ich durch den Kopfdrehung gar nicht mehr sehen kann, aber egal. Komm, eine Schatzkiste. Also auf jeden Fall noch ein bisschen Eisenerz. Was auf jeden Fall auch schon mal lohnt. Hier ist irgendwas. Irgendwas ist hier. Da finden wir jetzt gleich schon wieder ein neues, komplett neues Land. So, ah, ist Evolutions Online. Ich kriege jetzt gleich direkt eine Party-Anladung. Dass ich doch bitte in die Party komme. So. Hoffentlich nicht. Da hinten. Alter, was ist das für eine riesen Map hier? Da! Ist das ein Geheim? Was ist das? Haben wir einen Dungeon gefunden? Ist das ein Dungeon? Oh je! Eine schöne goldene Schatztruhe. Aber da ist ein Schalter. Da ist ein Schalter. Das gefällt mir nicht. Ihr seht ihn doch, oder? Den Schalter. Dumm bin ich ja nicht. Nee, du kannst mich auch mal Arsch lecken. Mit mir nicht, mein Freund. Da ist eine Pfeilfalle und ich glaube, die wird mir schon heftig Schaden machen. Oder wo ist da was? Ich sehe da nichts. Ja, wir gehen aber lieber mal auf Nummer sicher, liebe Leute. Man lieber auf Nummer sicher. Wo ich gerne sehen würde, was für eine Falle das ist, aber. Haha. Wo wäre jetzt das Ding gewesen? Hä? Weg damit. Weg damit. Schnüsselige Kappe.
ausrüstbar. Okay, nehmen wir mal alles. Und haben wir jetzt angezogen? Yeah! So, die bauen wir auch mal ab. Goldtruhe. Alter, grüner Fly, verpiss dich. Aber ich sehe gerade die Zeit schon wieder. Wenn euch der Part gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Wenn ihr es seid, kommentieren. Wie gesagt, wir laufen da jetzt auch gleich nach links weiter. Weil da scheint noch viel mehr zu sein. Ich überlege gerade, was ich rausschmeißen kann. Ach, weißt du was? Wir machen gerade mal ein paar Fackeln. Gerade am Ende des Parts gerade noch. So, dann ist das Skill nämlich weg. 77. So. Gut. Also würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Part. Euer Konzermann so und den Daumen hoch nicht vergessen. Abrr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 r